In klassischen Narzissmus-Ratgeberformaten wird immer hauptsächlich der Typus des grandiosen Narzissten zum heimtückischen Psychopathen hochstilisiert, der auf die Jagd geht nach Opfern wie ein Vampir. Aber wo immer ein grandioser Narzisst oder eine grandiose Narzisstin, kurzum ein Narzisst, um das mal korrekt zu gendern, und jetzt noch das Femininum zuerst oder lieber doch nicht wegen Feminismus. Wo immer ein grandioser Narzisst oder eine grandiose Narzisstin zum emotionalen und oder zum materiellen Missbrauch schreitet, kommt ihm oder ihr ein ängstlicher Narzisst oder eine ängstliche Narzisstin auf halbem Weg entgegen. Und auch die ängstlichen Narzissten werden zu Monstern in der Gruppe, denn der Gruppenzwang, den sie erzeugen, ist ein Monster, das letzten Endes zu allem fähig ist. Das Glück liegt all dem gegenüber eher in der analogen Welt, jenseits der narzisstisch missbräuchlichen, manipulativen Digitalglitzerwelt, die für die Psyche ungefähr so wohltuend ist wie Würfelzucker für Diabetiker, finanzmarktfinanzierte Plattformen, die am liebsten alles Zwischenmenschliche in einen rein kommerziellen Vergnügungspark verwandeln wollen, die die Videomacher zu Fließbandproduzenten und die Zuschauer zu Fließbandkonsumenten machen und die selber nur noch Sklaven von den Finanzmarktinvestoren sind, Getriebene von den Marktentwicklungen und Börsenkursen. Das Glück liegt all dem gegenüber eher noch in der analogen Welt, in der Freundschaft von verschiedenen, die sich nicht gleich machen wollen, die sich nicht gegenseitig erziehen wollen und die sich auch nicht höher stellen wollen und nicht über andere erheben wollen. Digital Detox bringt Jojo-Effekt, konsequente digitale Mäßigung macht mehr Sinn und der Stresslevel wird es einem danken.